Die zweite Folge Obi-Wan Kenobi kam mit der ersten Folge Obi-Wan Kenobi direkt zusammen heraus. Wir haben sie schon vorher ein bisschen sehen können. Ich möchte euch jetzt eine detaillierte Recap dazu geben. Aber bevor wir anfangen, schreibt doch mal in die Kommentare, boah, der Daniel Schröckert, das ist eigentlich mein Lieblings-YouTuber von allen. Und ich wünschte, ich könnte viel mehr Videos mit dem sehen. Aber ich weiß einfach nicht, wo ich den finden soll. Der ist einfach... Und jetzt gehen wir doch zurück zum Luke im Studio rein da und der macht jetzt das Recap. Danke, Vergangenheits-Luke. Ich möchte noch mal kurz etwas einschieben, was ich damals vergessen habe. Und zwar, wenn ihr uns supporten wollt, dann geht doch jetzt auf unseren Shop nerds.lol/merch und holt euch dieses Old Wizard Wanted Design, was es nur bis zum Ende der Serie bei uns jetzt geben wird, was angelehnt an die Serie ist. Und damit habt ihr direkt das perfekte Outfit, um jeden Mittwoch euch hinzusetzen und zu schauen, wie hier herumgeschnetzelt wird in der Wüste oder auf einem anderen Steppenplaneten oder auf einem weiteren Planeten, wo auch nicht viel Wasser vorhanden ist. Doch heute geht es nicht um die verwüsteten Welten, nein, denn wir sind endlich mal wieder in einer Star Wars Großstadt. Ja, das ist sehr, sehr selten. Bisher haben wir es nach Coruscant nur zweimal wirklich nochmal gehabt in den neuen Star Wars, zumindest Live-Action-Serien. Das eine eben mit diesem großen Halo in dieser Station in The Book of Boba Fett, / Mandalorian 2.5 und jetzt eben hier auf Daiju. Ich gehe wie immer jetzt die Serie nicht 100% Frame by Frame durch, aber es haben sich einige Sachen hier versteckt, definitiv auf Daiju, wo ich etwas mal genauer hinschauen werde für euch. Und ansonsten gehen wir aber doch mal die Story vor allem durch und was das Ganze hier so großartig meiner Meinung nach macht. Wir beginnen direkt mit Obi-Wans Ankunft hier auf diesem Planeten. Eins wird uns ganz klar einmal aufgebaut. Das finde ich übrigens auch sehr schön gewählt, dass wir direkt an dem Port quasi gesagt bekommen, worum es sich bei Daiju handelt. Das ist nicht etwa eine der großen und glorreichen Städte dieses Universums. Nein, es ist sehr stark angelehnt an den Planeten Nar Shaddaa, den wir aus dem Legends-Kanon kennen. Aus dem Legends-Bereich kennen. Der meiner Meinung oder meines Wissens nach nicht innerhalb des Kanons in dieser Form existiert. Es ist sozusagen eine Perversion von Las Vegas fast oder fast schon eher in die Richtung eine Mischung aus Las Vegas und Gotham City. Es ist quasi ein Ort, an dem alles geht, wo alles, was auf Daiju passiert, bleibt auf Daiju. Es gibt keine großartige Kommunikation nach draußen, es gibt keine Tracking-Forbes auf diesem Planeten, nein. Alles, was auf diesem Planet passiert, bleibt auf diesem Planeten. Was natürlich dadurch ein Hive aus Kriminalität und anderen problematischen Sachen wird, wie wir kurz darauf auch von Ewan McGregors echter Tochter, die witzigerweise sagt, ich war auch mal die Tochter von jemandem. Denn wenn ein Mädchen, ein junges Mädchen auf diesem Planeten verloren geht, dann sieht man sie nie wieder. Was essentiell bedeutet, sie wird irgendwo als vermutlich Prostituierte oder eben Drogenverkäuferin Co. oder irgendwas Kriminelles mit benutzt. Wir sehen hier in den verschiedenen LED-Neon-Signs auch verschiedene Orte, die interessanterweise aber alle das gleiche verkaufen. Gungan Snacks. Ja, Gungan Snacks steht im Verlaufe dieser Serie in sehr, sehr vielen von diesen Schildern wieder. Und jetzt, wo ihr es wisst, die längeren, zweigeteilten Schilder sind alles Gungan Snack-Laden. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind Gungan Snacks? Wir wissen, dass Gungans es lieben zu snacken, das wissen wir aus Episode 1, aber sind Gungan Snacks Snacks aus Gungans vielleicht sogar. Jedenfalls gibt es hier noch sonst einen Markt, eine Bank und sehr viel Milch. Natürlich in der Galaxis weit, weit entfernt gibt es die verschiedenen Farben Milch, die anscheinend das Top-Getränk in der Galaxis sind. Wenn wir uns ein bisschen hier durch die Bevölkerung hindurch wabern, sehen wir verschiedene Alien-Spezies. Teilweise welche, die wir auch noch nie gesehen haben, teilweise welche, die wir definitiv kennen. Ich werde jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Sie haben ja definitiv viele Aliens reingeklatscht, nachdem nach der ersten Episode ja einige Leute etwas enttäuscht waren, dass auf gerade Tatooine, wo wir ja durch die Kantina eigentlich eine große Diversität gewohnt waren, in den Straßen Tatooines sowohl in Mos Espa bei Book of Boba Fett, als auch vorher jetzt hier in Obi-Wan, primär menschliche Leute unterwegs waren. Wir wissen aber auch aus Book of Boba Fett, dass es in zum Beispiel Mos Espa einzelne Sektionen der Stadt gibt, die speziell zu beispielsweise Aqualisch gehören und speziell zu Trandoshanern gehören oder. Also ich würde jetzt gar nicht mal so weit gehen und sagen, dass die Inquisitoren in dem Stadtteil auf Tatooine nicht einfach da waren, wo die Menschen sich am meisten rumbewegen und die anderen Alien-Spezies eben eigene Abteile in dieser Stadt haben. Haben,
sozusagen eigene Stadtteile regieren, die quasi zusammengepackt sind, wie es auch in unserer Welt in Großstädten ganz oft ist, dass eben es Black Neighborhoods gibt, Mexican Neighborhoods in amerikanischen Städten vor allem. In den Straßen-Daijus ist es offensichtlich ein bisschen anders. Hier ist es alles sehr gut durchmischt und wir haben ein sehr, sehr schönes Stadtdesign, finde ich. Man hätte vielleicht noch ein bisschen weiter gehen können, ein bisschen mehr als nur diese eine Marktstraße mehr oder weniger zeigen können, was wir jetzt hier gesehen haben, aber es ist nur eine Serie. Das Budget ist nicht so hoch wie bei einem riesigen Film. Ich verstehe das vollkommen. Kommen wir nochmal kurz zurück zu der Spice-Traderin, die Obi-Wan hier auch eine kleine Probe gibt. Sie sagt, dass sie verschiedene Sorten Spice bei sich hat. Die Sachen, die sie anbietet, sind einmal Kessel Pier, was vermutlich eine direkt von Kessel stammende Spice-Lieferung ist, die quasi das reine Kessel-Spice ist, was so viel wert ist. Dann gibt es Glitter Stim, das ist speziell tatsächlich von Spice-Spinnen extrahiert. Was Spice jetzt genau ist, auf Deutsch ist es, glaube ich, sogar noch Gewürz. Ist es in Deutschen jetzt eigentlich in den neuen Sachen auch Gewürz? Weil früher war es Gewürz. Ist es jetzt auch noch Gewürz? Es ist nämlich nur ein Überbegriff, so wie Gewürz halt. Es gibt Oregano, Pfeffer, Salz, mehr Sachen fallen mir nicht ein, Majoran. Und so ist das auch mit Spice. Spice ist eigentlich nur Drogen sozusagen. Es gibt verschiedene Arten von diesen Drogen und verschiedene Wirkungsgräder und so weiter und so fort. So wie es zum Beispiel auch bei Gras ist. Es gibt verschiedene Sorten Gras. Manche sind mehr stimulierend, manche regen einen eher ab. Also da gibt es auch verschiedene Dinger. Ich weiß das nur, weil ich recherchiert habe, nicht weil ich Erfahrung damit hätte oder sowas. Obi-Wan trifft hier außerdem auf einen Klon der 501. Und hier wird es jetzt sehr interessant, denn wir sollten eigentlich davon ausgehen, dass dieser Klon Obi-Wan Kenobi erkennen würde. Denn die 501. unterstand ja nicht nur Anakin Skywalker, sondern dieses Bataillon stand wirklich Schulter an Schulter mit Obi-Wans Bataillon in den Großteilen der Klonkriege und er ist offensichtlich anhand seiner Rüstung Teil der 501. Ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das war zusammen mit Ewan McGregor und dem ganzen Cast von der Show und eben 3000 anderen Leuten in diesem großen Saal auf der Star Wars Celebration, dachte ich für eine Sekunde, das sei eine Form von Rex, der hier eher undercover quasi ist und quasi bettelt, aber nicht wirklich bettelt, bis mir dann aber relativ schnell auffiel, dass es definitiv nicht Rex ist, weil auch der Helm anders ist, sondern es ist einfach nur ein Veteran der Klonkriege, ein alter Klon, denn ja, die Klone haben ausgedient, das Imperium, wie wir auch aus Bad Batch und anderen Dingen wie den Comics und Co. wissen, nutzt eher jetzt Leute, die quasi engagiert werden, die quasi eingezogen werden aus der Bevölkerung, weil Tarkin persönlich der Meinung war, dass das effektiver ist als eine Klonarmee, die einfach viel zu viel kostet. Interessant ist auch an der Stelle, wenn er ihn erkannt hätte oder wie auch immer, würde er die Order 66 jetzt in diesem Moment wieder umsetzen, denn soweit wir wissen, ist die Order 66 nach dem Auslösen konstant da und die Leute, deren Chip nicht entfernt wurde, müssen diese Order ausführen. Das heißt, wenn er in diesem Moment Obi-Wan als Jedi erkannt hätte, hätte er ihn töten müssen oder wollen. Nächste Frage ist jetzt natürlich, weiß er von dem Jedi, denn unser Kumail Nanjiani Jedi ist ja jetzt nicht gerade zurückhaltend damit, sich zu zeigen. Und zu dem Punkt möchte ich nämlich direkt als nächstes gehen. Der kleine Junge erzählt Obi-Wan dann natürlich, hey, ja, wir haben einen Jedi, der dir helfen kann. So, Kumail Nanjianis Jedi-Charakter war in Sekunde 1 schon definitiv überzeugend, dass er kein Jedi ist. Was ich schade finde, denn ich dachte ursprünglich anhand der Trailer, dass er einen überlebenden Jedi spielen würde, der dann an der Seite von Obi-Wan den Rest der Serie sich weiter bewegt und eben vielleicht ein Padawan ist, ähnlich wie Cal Kestis oder Kanan Jarrus, der einfach dann auf sich allein gestellt war und irgendwie überlebt hat und jetzt hier eben im Untergrund ist und versucht zu helfen. Aber natürlich, dass er sich so offen preisgibt als Jedi, würde ihm auf jedem anderen Planeten sehr, sehr, sehr schaden. Aber auf Daiju kommt kein Geheimnis vom Planeten. Alles, was auf Daiju passiert, bleibt auf Daiju. Deswegen ist hier kein Inquisitor irgendwann mal angerückt und hat gesagt, wir bringen den jetzt um, weil der ist ein Jedi. Oder sagt zumindest, dass er ein Jedi sei. Ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal auf Daiju zurückkehren und tatsächlich einen untergetauchten Jedi hier treffen. Denn das wäre ein Ort, an dem sich Leute wie beispielsweise Cal Kestis, Kinlan Voss und Co. tatsächlich verstecken könnten und tatsächlich unbemerkt Dinge tun könnten, ohne irgendwie aufgegriffen zu werden. Again, sofern die Klontruppenbettler in den Straßen nicht die Order 66 instant wieder ausführen wollen. Offensichtlich durchschaut Obi-Wan dieses Schauspiel hier direkt und merkt, aha, das ist kein Machtnutzer, der benutzt die Macht nicht. Er würde es ja wahrscheinlich auch spüren, obwohl, und das sehen wir auch im Laufe der Folge, Obi-Wan immer noch nicht komplett abgeschottet von der Macht ist, aber die Macht so weit weggeschoben hat. Und das wird noch ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich gleich nochmal zurückkomme. Anyway, die Story geht weiter. Er befreit Leia dann, nachdem er durch eine Breaking Bad-Referenz einmal hindurch gestolpert ist, in einer Spice-Küche.
Küche und dann die Kopfgeldjäger, die auf ihn nur gewartet haben, denn ja, sie wurden von Reaver beauftragt, Leia zu kidnappen, um Obi-Wan rauszulocken und dieser hatte natürlich aber, kam vorbereitet, hat dann sich die Gasmaske oder die Schutzmaske mitgenommen und hier die komplette Bande von Kopfgeldjägern in das größte High, was sie jemals hatten, versetzt. Übrigens habe ich letzte Woche gar nicht angesprochen, der Kollege hier, der Anführer von dieser Kopfgeldjägertruppe, das ist niemand anderes als der Bassist von den Red Hot Chili Peppers. Anyway, als diese dann versagt haben und Obi-Wan den tatsächlichen Ort findet, wo Leia sich versteckt gehalten hat oder wo sie versteckt gehalten wurde, sehen wir eine sehr schöne Parallele, denn Obi-Wan steht hier im gleichen Konstrukt quasi, in der gleichen Aufstellung zu ihr, wie Leia in Episode 4, als sie Obi-Wan Kenobi ihre Hilfebotschaft schickt. Und ich weiß, jetzt haben wir hier auch den ersten Punkt, wo Leute sich auch wieder beschwert haben. Na gut, das ist offensichtlich nicht der erste, aber ein Punkt, wo Leute sich beschwert haben. Warum sagt Leia dann in Episode 4 nicht, hey, Ben Kenobi, du hast mir damals das Leben gerettet, jetzt komm doch nochmal mir zu Hilfe, sondern sie sagt, hey, Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi, hilf mir, du hast mit meinem Vater in den Klonkriegen gekämpft. Weil der Punkt von Episode 4, wo sie Obi-Wan zu sich holt oder zu sich holen will, zur Rebellion holen will, nicht ist, ein kleines Mädchen zu retten, sondern ist, in einem Krieg gegen das Imperium zu kämpfen. Das ist ihr Plan. Ihr Plan war nie, Luke Skywalker zu finden und Luke Skywalker dahin zu holen. Das, was da passiert, ihr müsst euch in die Situation versetzen von Leia Organa in dem Moment, wo sie die Pläne vom Todesstern bekommt. Sie weiß nicht, dass sie die Tochter von Anakin Skywalker ist und sie weiß auch nicht, dass sie einen Zwillingsbruder hat, der ebenfalls machtfähig ist. Sie weiß nicht mehr, dass sie selbst machtfähig ist. Sie weiß nur, dass es diesen einen Jedi-Meister noch gibt, der ihr schon mal geholfen hat und der ein Freund ihres Vaters ist. Sie weiß ebenfalls, dass sie jetzt an dem Punkt sind, wo sie einen Jedi definitiv gebrauchen könnten, der Kampferfahrung in einem Krieg hatte, als General. Und das ist die Anfrage, die sie in Episode 4 stellt. In Episode 4 sagt sie im Grunde, hey, General Kenobi, hilf mir bei diesem Krieg. Und nicht, hey, Obi-Wan, Ben, mein alter Freund, der mir damals, als ich ein Kind war, geholfen hat, hilf mir. Und selbst wenn es keinen Sinn ergibt, es gibt eine ganz logische Erklärung dafür, warum das so ist. Die Serie kommt jetzt raus, der Film vor über 40 Jahren. Natürlich muss man da ein bisschen von einem certain point of view rangehen und das gucken, weil damals zu Episode 1 nicht geplant war, dass jetzt eine Obi-Wan Kenobi-Serie rauskommt. Darum geht es nicht. In dieser Serie geht es darum, wie Obi-Wan Kenobi nach 10 Jahre nach Episode 3, nach dem Verlust der Jedi, nach dem Verlust des Ordens, nach dem Verlust von allem, was er in seinem ganzen Leben hatte, alles, an das er sich erinnern kann. Er hatte kein Leben davor, er wurde als kleines Kind in den Orden geholt und erinnert sich an kaum etwas, was davor passiert ist. Darauf gehen wir später auch noch ein, in der nächsten Folge. Aber Dory hiervon ist so unfassbar wichtig, um zu dem Punkt zu kommen, Alec Guinness in Episode 4. Wenn ihr das nicht sehen wollt, wenn euch das scheißegal ist, dass da ja offensichtlich was passiert sein muss, sondern ihr sagt, Obi-Wan Kenobi war hoffnungsvoll am Ende von Episode 3 und er ist jetzt hoffnungsvoll in Episode 4, dann lasst es dabei und schaut Episode 3 und Episode 4 und seid happy damit. Wenn ihr mehr erfahren wollt, was offensichtlich dazwischen passiert ist in den 20 Jahren, dann ist Obi-Wan Kenobi die Serie für euch. Und dann guckt doch einfach, was passiert im Laufe der Serie, statt halt von vornherein zu sagen, das ergibt alles doch gar keinen Sinn, weil der hat ja gesagt, das ist, und Leia ist ja, die kennt den ja, und das ist hier, und warum hat die da... Ich verstehe nicht, warum man sich immer über Dinge so sehr echauffieren muss, die so unbedeutende Kleinigkeiten sind, wenn der ganze große Punkt, die Storyline von Verlust, Depression, Verlorenheit, persönlicher Verlorenheit, dem Verlieren von seinem von allem, was man hatte und trotzdem weitermachen und die Hoffnung haben, und das ist ja immer noch ein Teil von Obi-Wan, er hat ja immer noch die Hoffnung in Luke, er hat immer noch die Hoffnung darin, dass die Jedi irgendwann wieder zurückkehren auf die eine oder andere Art und Weise, er hat immer noch die Hoffnung darin, dass er irgendwann wieder so sein kann, wie er einst war und dass er Qui-Gon treffen kann und dass er es hinbekommt, mit einem Machtgeist zu sprechen oder selbst zu einem zu werden. Und diese Hoffnung ist so, die ist zwar nur noch eine kleine Flamme in ihm drin, aber sie ist immer noch so essentiell für diesen Charakter, dass mir persönlich das super Spaß macht zu sehen, wie er Stück für Stück immer mehr daran sich bewegt, der Obi-Wan zu werden, den wir aus Episode 4 kennen und nicht mehr der General aus den Klonkriegen zu sein. Reaver hat in der Zeit alle Kopfgeldjäger von Daiju zumindest auf Obi-Wan Kenobi gehetzt, lassen ihn jagen und da haben wir auch ein paar schöne kleine Referenzen, zum Beispiel dieser eine Druiden-Kopfgeldjäger, der nicht der Dinosaurier ist, könnte potenziell Lom
sein. Der Druide, den wir aus Episode 5 kennen, wurde aber schon bestätigt, dass es nicht der gleiche ist, sondern wohl eine Variation dieses Druiden, so ein bisschen wie IG-88 und IG-11 nicht der gleiche Druide ist, aber ähnliche Druiden. Ich finde es zunehmend übrigens sehr schön, wie Obi-Wan den Blaster benutzt und damit sehr unpräzise umgeht und sehr unpräzise schießt, einfach weil er es nicht gewohnt ist, aber eine Waffe zur Verteidigung braucht, die kein Lichtschwert ist, damit er sich nicht direkt outet. Das Lichtschwert trägt er nur am Gürtel und zeigt es jedem und hat einen Jedi-Umhang an, damit er nicht erkannt wird als Jedi, aber der Blaster ist offensichtlich seine Primärwaffe in diesem Punkt und ich muss sagen, ich mag es eigentlich ganz gerne. Und da komme ich auch nochmal kurz zu dieser Kritik. Ich finde es gut, dass Obi-Wan schwach ist. Ich finde es gut, dass Obi-Wan nicht richtig trifft. Ich finde es gut, dass Obi-Wan einen Struggle hat in dieser Serie, denn alles andere wäre uninteressant. Ich habe das immer gesagt, eine Obi-Wan-Kenobi-Serie, wo Obi-Wan Kenobi aus Episode 4 schon fertig ist und einfach in der Wüste sitzt für 20 Jahre, will ich nicht sehen. Ich will eine Serie sehen, wo dieser Mann durch die Hölle gehen muss, um dahin zu kommen, wie er in Episode 4 ist und zum Machtgeist werden kann. Das ist, es muss eine Hürde sein, es muss eine Hürde vor ihm stehen, die er überwältigen muss, um an den Punkt zu kommen, überhaupt zum Machtgeist zu werden. Das sollte nicht einfach so funktionieren können. Er benutzt jetzt hier zum allerersten Mal wieder die Macht, nachdem Leia sich auch angekleidet hat. Übrigens auch hier haben wir wieder einen schönen Burn. Sie sagt natürlich, er sagt ihr natürlich ihre Geschichte, ja, er ist seine Tochter, sie kommen vom Planeten Tor. Sie flüstert dann in sich so rein, Grandfather maybe, und was ich unglaublich witzig finde, der komplette Saal, als wir das geguckt haben, hat sich kaputt gelacht darüber. Und es ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt. Denn ein weiterer Kritikpunkt an der Serie ist, dass das ja nicht sein kann, dass 10 Jahre zwischen Ewan McGregor und Alec Guinness Obi-Wan vergehen sollen nur und dieser offensichtlich riesige Altersunterschied zwischen diesen zwei Schauspielern an diesen zwei Punkten besteht. Aber es besteht ein 10-Jahre-Unterschied zwischen diesen zwei Schauspielern. Alec Guinness in Episode 4 ist 60, Ewan McGregor ist 50. Das ist exakt der, also wirklich auf das Jahr genau Unterschied zwischen den zwei Schauspielern. Alec Guinness hat einfach nur in einer Zeit gelebt, in der die Schauspieler einfach nicht so gut medizinisch versorgt waren, wo die nicht so viel auf sich Acht gegeben haben wie heute. Es gibt nicht so viel Beauty-Gedöns, Cremes und was weiß ich. Und generell der Lebensstandard damals war nicht der von heute. Die Ernährungsstandards von damals waren nicht die von heute. Und deswegen sieht Ewan McGregor mit 50 deutlich, deutlich jünger aus, als Alec Guinness mit 60 aussah. Und das eben mehr als nur 10 Jahre, sondern er sieht halt viel, viel jünger aus. Aber er ist nicht, er ist exakt so jung oder alt, wie er sein muss, um in 10 Jahren quasi zu Alec Guinness zu werden. Aber das nur ein kleiner Funfact am Rande. Obi-Wans Kopfgeld-Hologramm wird dann quasi vor Leia aufgezeigt und diese sieht das und nimmt an, oh nein, der ist der Böse, weil der wird gejagt, also der hat mich entführt. Das ist das ganze Problem dahinter. Ich renne jetzt weg und rennt eben vorhin weg. Wie gesagt, er kann sie nicht fangen, ist egal. Und dann, als sie vom Dach fällt, fängt er sie mit der Macht. Diesen Move kennen wir unter anderem von Cal Kestis, wo er sich auch als Jedi outet. Und wir sehen, wie schwer es Obi-Wan fällt. Und das ist auch eine so, so gute und wichtige, auch schon ein Foreshadowing für das, was dann am Ende der nächsten Folge passiert. Denn ja, Obi-Wan ist schwach. Ihr müsst euch in diesen Punkt hineinversetzen, was ein Jedi eigentlich ist, woher die Stärke eines Jedis kommt im Vergleich zu einem normalen Menschen. Jedi waren nur so mächtig, so stark, wie wir es in den Klonkriegen sehen und auch in sowas wie Clone Wars, weil sie täglich trainiert haben, weil sie immer und immer weiter meditiert haben, weil sie eben nicht arbeiten mussten, sondern im Tempel waren oder auf Missionen, auf Einsätzen waren und aktiv immer und immer weiter ihren sechsten Sinn, sozusagen die Macht geschult, trainiert, ausprobiert haben, Lichtschwerttraining gemacht haben, in einem konstanten und immer wieder anhaltenden Rhythmus, der sie einfach geschult hat. Stellt euch vor wie ein Marathonläufer. Wenn ein Marathonläufer 10 Jahre lang kein Marathon mehr gelaufen ist, kann er nicht instant wieder losrennen und problemlos einen Marathon laufen. Dasselbe mit allen anderen Sportarten. Genauso müsst ihr euch das vorstellen. Die Macht ist sozusagen ein Muskel. Die Macht zu benutzen ist ein Muskel. Sie können es noch nach so langer Zeit. Aber das heißt nicht, dass es ihnen leicht fällt oder sie alle Fähigkeiten noch haben. Selbst sehen wir auch in den Videospielen bei Cal Kestis und Seer, aber auch wenn ihr das jetzt vielleicht nicht unbedingt als Beispiel sehen wollt, weil die Videospiele vielleicht für euch nicht zum richtigen Star Wars Kanon gehören. Aber dieser Punkt ist unglaublich wichtig und unglaublich
ein hoher Punkt in der ganzen Storyline der Jedi nach der Order 66. Schaut euch Yoda an. Yoda hat, obwohl er der mächtigste Jedi aller Zeiten ist, gefühlt, hat Yoda richtig starke Probleme, den X-Wing aus dem Sumpf zu ziehen, obwohl er der mächtigste Jedi überhaupt ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Macht früher viel, viel kleiner war und es gar nicht so viele Sachen gab, die die Jedi gemacht haben müssen. Nein, der ganze Punkt davon war, ist, dass das Potenzial von Jedi unfassbar hoch ist. Schaut euch Rey an. Ja, großer Punkt war immer, dass Rey ja gar kein Training hatte und deswegen das alles nicht kannte. Aber sie benutzt die Macht quasi wie eine Erweiterung von sich selbst. Und auch erst als sie Training hatte, nach im Ankh To mit Luke zusammen, kann sie Dinge tun, wie diesen kompletten Steinhaufen auf Crate anheben. Vorher kann sie nur kleinere Sachen wie Leute mit eben, ne, sich entweder mit dem Geistestrick zu manipulieren oder sich eben der Kontrolle von Kylo Ren zu widersetzen. Aber wirklich große, große Dinge zu tun, das erfordert Kraft und Training und eine ganze Weile an anhaltendem Training. Und gerade Yoda und Obi-Wan sind nicht nur extrem geschädigt in der Macht, geschwächt davon, was sie in Episode 3 am Ende erlebt haben und tun mussten, gerade Obi-Wan, sondern auch einfach, sie zweifeln an sich selbst. Und das ist das Gegenteil von dem, was ein Jedi tun sollte. Also, Jedi müssen an sich selbst glauben, müssen an die Macht glauben, müssen ihr komplettes Schicksal in die Hände der Macht legen am liebsten, um so fähig und möglich und mächtig zu sein, wie es ihnen erlaubt ist innerhalb ihrer Existenz. Und wenn du von Selbstzweifeln geplagt bist, kannst du das nicht. Das ist eine der großen Regeln der Macht im Star Wars-Universum. Und deswegen ist Obi-Wan hier so schwach. Und das sehen wir später dann auch in der dritten Folge mit dem Kampf mit dem Lichtschwert, dass er offensichtlich schwach ist. Und das ist aber wichtig innerhalb dieser Storyline. Und ich sage jetzt schon mal voraus, dass sich das im Laufe der Serie ändern wird und am Ende der Serie er wieder sein volles Selbstvertrauen hat und ein Nutzer mit dem Lichtschwert und der Macht wird, der auf einem Level ist mit dem, was er vorher war, beziehungsweise sogar noch mächtiger. Denn wir wissen ja, dass er dann später, wenn er Darth Maul in der Wüste bekämpft, definitiv wieder fähig ist und gewillt ist, sein Lichtschwert zu benutzen, um Maul zu besiegen. Und das auch relativ mit Leichtigkeit tut. Kommen wir jetzt aber zum letzten Punkt. Wir sehen die Inquisitoren, die immer noch sehr, sehr nicht begeistert von Reavers Aktionen sind. Reva ist ein ganz, ganz großer Punkt, der gerade in der Kritik steht in diesen letzten Folgen und ich lese ganz viel im Internet darüber. Ich muss ehrlich sagen, bei den meisten Kommentaren, und ich will niemanden da jetzt irgendwie vor den Kopf stoßen, wenn das nicht so ist. Vielleicht ist es auch nur unterbewusst so und nicht zu 100% so wirklich bewusst gedacht, aber bei den meisten Kommentaren habe ich eher das Gefühl, dass das meiste, was da steht, sehr, sehr simple Kleinigkeiten sind, die sehr leicht zu erklären mit dem Star Wars Kanon und Co. sind, aber die Kernaussage dieser Kommentare essentiell zwischen den Zeilen ist, sie ist eine Frau, sie ist schwarz und ich möchte das nicht. Und es tut mir leid, dass sich da vielleicht alles über einen Kamm schere und da definitiv Leute dabei sind, die das nicht so meinen. Keine Ahnung, es kommt mir leider oft so vor. Und viele von den Kritikpunkten, die hier an Reva gemacht werden, verstehe ich nicht so ganz. Denn Revas Charakter ist essentiell der gleiche wie Anakin Skywalker in den Klonkriegen. Sie ist übermutig, sie geht Risiken ein, sie ist unorthodox, was zumindest die Art und Weise dessen angeht, wie sie sich verhält, wie sie Dinge tut. Aber sie hat konkrete Pläne, sie hat ein konkretes Ziel, das sie verfolgt. Und in diesem Fall ist es, Obi-Wan Kenobi zu fangen. Warum auch immer, kriegen wir bestimmt noch erklärt. Und ich finde das wirklich fantastisch. Das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Ihre Motivation ist ganz klar, nur Obi-Wan zu fangen. Komme, was wolle, egal was es kostet. Und dabei zieht sie sich auch aus den eigentlichen Bereichen der Fähigkeiten der Inquisitoren raus. Denn die Inquisitoren haben ganz klare Regeln. Sie dürfen eigentlich nicht zu sehr eingreifen. Sie sind keine Sith, sie haben nicht die volle Autorität, sie haben nicht die gleiche Autorität wie Darth Vader. Sie haben eine untergeordnete Rolle. Im Endeffekt müssen sie immer dem antworten, was Vader tut und dürfen nicht auf eigene Schnauze einfach als Killer Squad rumrennen und Leute umbringen. Das ist Vader und Sidious vorbehalten. Reva hingegen sieht sich selbst wohl aber etwas über den anderen Inquisitoren, gerade vor dem Grand Inquisitor, wie wir später auch noch erfahren können. Sie will mehr und das wird wahrscheinlich Teil ihres Story-Arcs werden, dass sie vielleicht sogar mehr versprochen bekommen hat, als eben
ja, hinterrückse Attacke von Vader, der sie wiederum auch nur ausnutzt. Wir wissen relativ safe, dass Reva vorher ein Jüngling war. Die wir in Episode 1 am Anfang gesehen haben, die dunkelhäutige Padawan, die wir da sehen, ist sehr wahrscheinlich Reva. Daher wird auch ihr Hass auf Obi-Wan kommen, denn Obi-Wan von allen anderen ist der eine, der belegt hat, dass er am Jedi-Tempel war nach Order 66, indem er das Holocron geschickt hat, von dort aus die Nachricht an alle Jedi geschickt hat. Und Reva weiß das. Und deswegen fühlt sie sich von ihm verraten, weil sie offensichtlich in diesem Moment gerade von Sidious oder Vader oder wem auch immer gefoltert wurde und zu einem Inquisitoren gemacht wurde. Gleichzeitig wird sie von den anderen Inquisitoren aber die ganze Zeit niedrig gehalten und klein gehalten. Nicht, weil sie vorher eine Jedi war, denn alle von denen waren vorher Jedi. Nein, sie wird klein gehalten, weil sie sehr wahrscheinlich, und da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, eben Anakins Gegenpol ist aus den Klonkriegen. Anakin hatte immer einen Drall zur dunklen Seite. Ich bin mir relativ sicher, weil ihr Charakter so ähnlich geschrieben ist wie Anakin in den Klonkriegen, dass sie einen Drall zur hellen Seite hat, den sie mit Feuer und Flamme bekämpft. Und vermutlich denkt sie, dass diese Hoffnung, die sie damals hatte, als sie zur Inquisitorin gemacht wurde, dass Obi-Wan doch noch kommt und sie rettet, dass sie diese Hoffnung auslöschen kann und zu einem richtigen Sith aufsteigen kann, wie vermutlich Vader ihr das versprochen hat, wenn sie Obi-Wan tötet. Denn Obi-Wan repräsentiert vermutlich ihre letzte Hoffnung und den letzten Schimmer an Helligkeit, an Licht, der in ihr schlummert. Ähnlich wie auch Kylo Ren diesen Kampf zwischen Hell und Dunkel hat, schätze ich, dass auch Reva diesen hat, aber eben ihn nicht so kommuniziert, wie jetzt Ben das getan hat in den Sequels. Und wie gesagt, sie geht wortwörtlich über Leichen, um dorthin zu gelangen, wirklich vollwertig auf der dunklen Seite zu stehen, und im Grunde ist ihr Ziel jetzt hier Großinquisitor zu werden, weil das am nächsten an die Sith rankommt, aber wie auch immer sich das weitergestaltet, sehen wir dann in den kommenden Folgen. Eine super wichtige Frage ist am Ende dieser Folge jetzt, oder es sind zwei Dinge. Das erste ist tatsächlich gar nicht so ein großes Ding, deswegen werde ich das jetzt schnell abhaken. Warum ist der Inquisitor tot, wenn ein Rebels danach noch lebt? Der Inquisitor ist nicht tot. Er ist A, ein Pawn, die haben zwei Magen, das heißt, selbst wenn der eine ausgeschaltet ist, benutzt er einfach den anderen, selbst wenn er harten Organfailure hat. Aber wir wissen ja von Leuten wie Darth Maul beispielsweise oder Anakin Skywalker, der einen Bart in den Lavaflüssen von Mustafa gemacht hat, dass es definitiv mehr braucht, einen Sith zu töten, als ihn einfach aufzupieksen. Ich bin mir sicher, Count Dookus Kopf läuft irgendwo auch noch als Spinnenkopf herum. Die dunkle Seite der Macht ist etwas, was hier, ne, und unnatural und so, ihr wisst, wie der Quote ist. Der Inquisitor ist nicht tot. Der Inquisitor sitzt vermutlich in einem Bacta-Tank. Denn er ist in Rebels. Noch 5 Jahre danach taucht er erst auf in Rebels wieder. Definitiv wird er da drin vorkommen, definitiv ist das kein Redcon, er ist einfach nicht tot. Er wurde einfach aufgespießt, ist jetzt irgendwo in einem Bacta-Tank und kommt dann wieder zurück. Das abgehakt, woher weiß Reva, dass Vader Anakin Skywalker ist? Sie hat es schon gesagt, sie ist durch die Jedi-Archive durchgegangen. Eine Sache, die der Great Inquisitor sehr, sehr genossen hat, nach der Zerstörung des Jedi-Ordens, durch die Archive durchzugehen. Denn der Great Inquisitor hat sich selbst immer etwas mehr als eine Art Gelehrten tatsächlich gesehen. Und ihm wurde aber, als er noch ein Jedi war, immer der Zugang zu den Archiven verwehrt, weil er kein Jedi-Meister war oder wie auch immer. Das lernen wir in den Comics, in den Darth Vader-Comics. Und hier ist es offensichtlich so, dass auch Reva Zugang zu diesen Archiven hatte, da die Connection zu Bail Organa rausgefunden hat, was übrigens eine sehr gute Idee ist. Der einzige Weg, Obi-Wan Kenobi aus dem Versteck zu locken, indem man über seine letzten verbleibenden Freunde geht, wo man vermutlich sogar denkt, dass Bail Anti-Imperium ist, weil offensichtlich Bail Organa im galaktischen Senat immer und immer wieder Dinge ansprechen wird, die das Imperium falsch macht. Sklavenhandel und Co. Die Imperialen wissen ja davon, dass im Untergrund eine Art Rebellengruppe sich langsam aber sicher bilden wird in den nächsten Jahren. Sie wissen davon, dass es Einsätze gibt, wo auch Ahsoka Tano beispielsweise ja schon Dinge tut, zu dieser Zeit auch schon, oder eben Cal Kestis. Sie wissen davon, dass es einen Widerstand gibt, der langsam aber sicher immer größer wird. Und wer, wenn nicht Bail Organa, der einzige, auch von Alderaan, der sich diesen Sachen, die das Imperium macht, widersetzt. Es sollte denn eine Möglichkeit sein, Obi-Wan zu finden, dadurch, dass er ja damals mit ihm befreundet war. Warum Vader selbst nicht auf die Idee gekommen ist, weil Reva auf die Idee gekommen ist, ist ja auch egal. Ein wichtiger Punkt dessen ist ja auch, dass der Inquisitorius selbst gesagt hat, dass das nicht der Punkt ist, von Reva Obi-Wan zu finden, sondern das ist ein persönliches Ding von Vader. Und was Vader tut, was er selber tut, ist sein Ding. Er wusste ja persönlich, dass Obi-Wan und Bail Organa befreundet waren, aber vielleicht war es ihm nicht wichtig genug. Vielleicht hat er sich nicht darauf zu konzentrieren wollen. Vielleicht war es auch ihm nicht offen genug. Vielleicht war ihm das zu hinterlistig, ein kleines Mädchen zu entführen und zu warten, dass Obi-Wan rauskommt. Vielleicht wollte er ihn selber finden. Es gibt so viele
Möglichkeiten, das zu erklären. Darth Vader ist auch sehr arrogant, das darf man auch nicht vergessen. Es ist immer noch Anakin Skywalker unter diesem Suit. Reva hat offensichtlich herausgefunden, dass Anakin Vader ist. Und wenn es durch die simple Art und Weise, wie sie zum Inquisitorius gekommen ist, ist. Denn ja, Anakin hat eigentlich alle Jünglinge umgebracht, das war sein Auftrag. Aber vielleicht eben nicht alle. Vielleicht hatte er ein paar Punkte, wo er Leute mitgenommen hat für den Inquisitorius, wo er noch nicht wusste, dass es der Inquisitorius sein wird, denn Vader erfährt in den Comics erst später, dass es den Inquisitorius gibt. Das hat ursprünglich Sidious angeleitet, diese Ausbildung der Kids da. Vielleicht hat Reaver sich auch einfach nur sehr gut versteckt und wurde dann von Palpatine hier gefunden, als der in den Tempel als seinen Palast eingezogen ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum Reaver überlebt hat und zu Inquisitorin gemacht wurde, ähnlich wie eben die anderen Inquisitoren, und es noch ganz viele Möglichkeiten, die wir sicherlich in den nächsten Folgen erfahren werden. Auf jeden Fall kann es sehr gut sein, dass Reaver einfach im Tempel gesehen hat, wie Anakin Skywalker alle anderen Jedi abgeschlachtet hat und deswegen einfach erschlossen hat, dass das Darth Vader sein muss. Ein sehr interessanter Punkt ist aber, warum sie noch lebt, denn offensichtlich weiß Vader nicht, dass sie es weiß, denn sonst würde sie tot sein. Denn alle, die wissen, dass Darth Vader Anakin Skywalker ist, sind instant, als sie das ihm gegenüber geäußert haben, von ihm abgeschlachtet worden. Die einzigen, die es wissen und auch bis zum Ende wussten, sind Admiral Thrawn, weil der es herausgeschlossen hat durch ein Flugmanöver, was Anakin tut, das ist in einem Buch, und Tarkin, der einfach das auch erschlossen hat, aus verschiedenen Indizien. Alle anderen, sobald sie es ihm gegenüber geäußert haben, und ich schätze, bei Reaver wird das nicht großartig anders sein. Ich persönlich möchte mich jetzt eher auf Obi-Wans Reaktion hier konzentrieren, denn Obi-Wan schockiert, wie er ist, guckt bereits so, als er das Wort Vader hört. Denn ja, Obi-Wan Kenobi weiß, dass Anakin Darth Vader ist. Denn er sieht das Hologramm, das Sicherheitshologramm, wo Sidious ihn zu Darth Vader ernennt. Er und Yoda wissen von Anfang an, dass Anakins Sith-Name Darth Vader ist. Aber Obi-Wan hat sich so sehr von der Galaxis abgeschottet, als er auf Tatooine gelandet ist, dass er nicht wusste, dass Darth Vader existiert. Gerade zu diesem Zeitpunkt ist Lord Vader noch kein so populärer, großer Charakter innerhalb der Galaxis. Er ist noch nicht so bekannt. Erst in den Jahren darauf tritt er immer mehr ins Rampenlicht. Gerade als dann der Inquisitorius aufgelöst wurde, nachdem der Todesstern existiert, ist Darth Vader plötzlich eine sehr präsente Figur. Aber zu dieser Zeit, 10 Jahre nach Erstellung des Galaktischen Imperiums, ist Darth Vader noch nicht so bekannt. Und in dem Moment, wo er weiß, dass Anakin überlebt hat, verbindet er sich mit ihm über die Macht. Deswegen wacht Anakin in seinem Bacta-Tank auf, er hört Obi-Wans Stimme. Er weiß jetzt, wo Obi-Wan ist und dass er dort ist. Und jetzt ist Vader aktiviert und auf der aktiven Jagd nach Obi-Wan in dieser Serie. Sehr schön finde ich auch in diesem Bacta-Tank, dass man nicht nur diese markanten Narben sieht, es ist offensichtlich Hayden Christensen auch in diesem Bacta-Tank. Nein, wir sehen auch, warum Vader so klingt, wie er klingt. Denn ja, er hat am Hals ein Implantat, was ihm offensichtlich nicht zum Atmen dient, denn dafür hat er die Maske, sondern das ist sehr wahrscheinlich das Stimmimplantat, warum er nicht klingt wie Anakin Skywalker, sondern wie James Earl Jones mit seiner elektronischen Stimme. Ja, wir kommen in der nächsten Folge dann dazu, wie er in Deutsch klingt. Aber das wird auch nur am Rande sein. Alles in allem finde ich diese Folge wirklich sehr, sehr schön, um darzustellen, wie gebrochen Obi-Wan ist, wie quasi zurückgezogen er lebt. Und auch die Tatsache, dass er eben nicht weiß, dass Anakin lebt. Er wusste es nicht. Er dachte, er hat seinen Bruder getötet. Der Punkt, wo er erfährt, dass Anakin lebt, sind 2 Elemente, die ihn hier schockieren. Einerseits schockiert ihn, wie hasserfüllt dieser Mensch sein musste damals, damit er diese Verletzungen überlebt hat, und wie schrecklich er jetzt innerhalb der dunklen Seite nach 10 Jahren verwoben sein muss. Gleichzeitig muss er aber auch denken, vielleicht gibt es noch eine Hoffnung. Und das ist übrigens das, was in Episode 6 angesprochen wird. Obi-Wan dachte einst, so wie Luke Skywalker, dass man Darth Vader noch zurückholen kann. Wir haben nie die Erklärung bekommen, was damit gemeint ist. Denn das war einfach nur so dahingesagt. Wir haben die Geschichte damals, war noch nicht gesponnen. Wir wussten noch nicht, wie man ihn wieder zurückholen kann. Und selbst Episode 3 war nicht so leicht, das jetzt damit zu verknüpfen. Das könnte tatsächlich sein, dass wir das in dieser Serie jetzt sehen. Wir werden vermutlich noch ein Duell zwischen Vader und Obi-Wan sehen, nach der 3. Folge, wo Obi-Wan
wieder mehr Kraft hat, mehr Macht hat und versucht, Anakin zurück auf die helle Seite zu ziehen, aber scheitert. Und darauf bin ich sehr gespannt. Nicht nur zu sehen, wie Obi-Wan immer mehr Hoffnung kriegt, immer mehr Selbstvertrauen kriegt und wieder, wie gesagt, sich auf den Weg begibt, der aus Episode 4 zu werden, sondern eben auch, wie er so viel Hoffnung hat, dass er versucht, Anakin wieder auf die helle Seite zu kriegen. Und vielleicht sogar für eine Sekunde es schafft, an Anakin und nicht an Vader zu gelangen mit seinen Worten. Gleichzeitig bin ich sehr gespannt, wie Reavers Geschichte wird. Ich bin immer noch sehr davon überzeugt, dass sie am Ende die Seiten switchen wird, weil sie eben diesen Puls im Licht hat, den die anderen nicht haben. Und deswegen wird sie wahrscheinlich von jemanden wie dem Great Inquisitor und dem Fifth Brother so verabscheut, weil sie sagen ja auch, you are the least of us. Und ich schätze, das liegt daran, dass sie noch nicht so tief in der dunklen Seite steckt wie die anderen und dass eben ihr Ziel, dahin zu kommen, ist, Obi-Wan zu töten. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich persönlich finde sowohl Reva als auch die ganze Storyline hinter Obi-Wan Kenobi der Serie fantastisch. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum Leute so aggressiv darauf reagieren. Ich verstehe natürlich, es gibt ein paar Probleme. Verfolgungsjagden mit dem kleinen Kind sind irgendwie weird und ein bisschen zu quatschig und es gibt auch andere Punkte, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht 100% Kanon oder das ist jetzt nicht 100% konform mit allem, was wir wissen, aber es sind Kleinigkeiten und es ist so egal, weil die ganz die übergreifende Storyline ist die von Hoffnung, Verzweiflung, Dunkelheit, Helligkeit, Licht, dem Weg zum Licht, Sith, Jedi, es ist Star Wars. Es ist so essentiell Star Wars. Es ist alles, was ich mir von dieser Serie bisher erwünscht habe, ist bisher in dieser Serie. Und in Folge 3 steigert das Ganze nochmal ein bisschen. Und wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich irgendwie auf den Schlips getreten bin mit meiner Aussage jetzt über Reva, aber die Kommentare, die ich bisher anti-Reva gelesen habe, haben essentiell keine realistische Begründung gehabt, außer ich mag den Charakter nicht. Was vollkommen okay ist. Hey, niemand muss Charaktere, wie sie geschrieben sind, mögen. Aber die Erklärungen, die ich oft lese, sind so unbegründet, dass ich fast das Gefühl habe, es eher andere Motive hat, warum man den Charakter nicht mag. Und das finde ich sehr, sehr schade. Auch wenn es nur unterbewusst ist. Es ist sehr, sehr schade. Aber anyway, gehen wir doch zurück zum Luke in Galaxy's Edge, der sich jetzt verabschiedet. Und wir sehen uns dann morgen. Ja, danke Studio Luke. Und das war's schon mit der zweiten Recap. Danke fürs Zuschauen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was erhofft ihr euch von den nächsten Folgen, von der zweiten Hälfte? Ich weiß, ihr habt zu diesem Zeitpunkt schon die dritte Folge geschaut. Könnt auch gerne dazu schon was reinschreiben. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Da ist die erste Recap und bis dahin, rein gehauen.